Herr Körting, der Innensenator hat es schwer. Schwer aus verschiedenen Gründen. Er muss, wenn ich so sagen darf, für Recht und Ordnung sorgen. Ihnen untersteht die Polizei unter anderem, aber Sie haben auch andere Aufgaben, die das Recht stärken. Ist das richtig so? Das ist richtig so. Die Innenverwaltung hat einen Bereich Polizei, einen Bereich Feuerwehr, einen Bereich Verfassungsschutz. Wir haben übrigens auch einen sehr starken Bereich Verwaltungsreform, das heißt, für die Gesamtberliner Verwaltung sind wir zuständig, für Ausländerfragen und Ähnliches. Das heißt, es ist schon eine umfangreiche Tätigkeit. Manchmal vielleicht auch ein ungeliebter Job von Seiten des Bürgers, aber es ist für meine Begriffe, ich nehme an, dass Sie das bestätigen, der wichtigste Job oder die wichtigste Arbeit innerhalb der Regierung. Das würde ich so nicht bestätigen, weil Regierung setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Bereichen, die alle für ihren Bereich wichtig sind. Das ist die Frage, wie kommt man mit den Finanzen dieser Stadt zurecht? Das macht der Kollege Sarrazin. Oder bei den Bürgern ist eine ganz wichtige Frage, die Schulversorgung der Kinder. Für ältere Leute ist eine ganz wichtige Frage, Seniorenbetreuung, Soziales, Gesundheit. Also ich glaube, so diese Bezeichnung, das eine ist der wichtigste Job und das andere sind unwichtigere Jobs, das gibt es nicht. Ich glaube, alle Jobs sind wichtig, jeder in seiner Sparte. Aber die Sicherheit ist für den Bürger sehr wichtig. Der Bürger muss sich auch abends bewegen können und ohne, dass er Angst haben muss. Und da liegen ja zurzeit Probleme da. Also ich glaube, es gibt bei uns in der Verfassung so etwas wie ein Grundrecht auf Schutz vor Kriminalität. Dem muss natürlich auch Polizei und Politik entsprechen. Aber es gibt eben keinen absoluten Schutz vor Kriminalität. Es hat in allen Systemen und gibt in allen Systemen, auch in diktatorischen Systemen, eine Vielzahl von Leuten, die eben sich dann mit den Regeln nicht abfinden und straffällig werden. Und dann ist es unsere Aufgabe, sie so schnell wie irgend möglich aus dem Verkehr zu ziehen. Ich glaube, dass wir das im Großen und Ganzen tun und dass wir, glaube ich, auch eine sichere Stadt haben. Sie müssen das auch immer in Relation sehen zu anderen Bereichen. Sie werden Berlin nie so wie Oldenburg oder Königs Wusterhausen oder andere kleinere Städte oder Gemeinden versorgen können. Diese Stadt ist anonymer, das ist ja auch ein großer Reiz, den so eine Großstadt hat. Und dementsprechend zieht sie natürlich auch neben vielen guten Menschen ein paar schlechte Menschen an. Das heißt, in Großstädten werden sie immer eine stärkere Kriminalität haben als in Kleinstädten. Unsere Aufgabe ist, dieses unterhalb eines bestimmten Levels zu halten. Ich glaube, das gelingt uns gerade bei der Kriminalität, die den Bürger am meisten verängstigt, also etwa Tötungsdelikte oder bestimmte Sexualverbrechen oder Ähnliches, bewegen sich seit Jahrzehnten auf einem ähnlichen Niveau. Da haben wir also keine Verschlechterung oder Verböserung, während andere Delikte, die schwerer zu kontrollieren sind, wie Sachbeschädigung durch Graffiti oder Ähnliches, zwischenzeitlich Hochzeiten hatten. Auch das geht jetzt glücklicherweise etwas zurück. Wir haben also das letzte Jahr einen Rückgang der Kriminalität gehabt. Ich hoffe, das setzt sich fort. Die Öffnung nach außen Berlins, das heißt, der Fall der Mauer hat ja Veränderungen mit sich gebracht. Veränderungen auch in Richtung Osteuropa. Und da haben sich für Sie natürlich auch neue Probleme ergeben oder aber auch neue Möglichkeiten. Also die Öffnung nach Osteuropa bringt für uns einmal Chancen. Sie bringt Chancen eines erweiterten Europas, eines erweiterten Wirtschaftsraums mit neuer Innovation und allem, was dazugehört. Insofern ist das per Saldo eine höchst erfreuliche Entwicklung für uns. Aber jede Medaille hat eben auch eine kleine Schattenseite. Natürlich hat die Öffnung der Grenzen auch Vorteile für diejenigen, die die Grenzen missbrauchen wollen, für Kriminelle. Das heißt, wir haben eine grenzüberschreitende Kriminalität. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir mit anderen Ländern auch gut zusammenarbeiten und nicht nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Da haben wir eine gute Kooperation, etwa mit Moskau, etwa mit Warschau oder neulich haben wir ein Abkommen mit Lettland geschlossen, weil ein Teil
grenzüberschreitender Kriminalität, nämlich Autodiebstahl, gerade auch von dort von Kriminellen organisiert wurde. Das heißt, die Kriminellen kennen keine Grenzen, Polizei darf eben auch keine kennen. Sehen Sie die Möglichkeiten oder wäre die Idee einer europäischen Polizei in diesem Falle interessant? Also wir haben ja schon sowas wie Europol, das ist eine Organisation, die insbesondere erleichtern soll, dass die Länderpolizeien oder die Staatenpolizeien zusammenarbeiten. Eine gemeinsame europäische Polizei macht, glaube ich, erst zu dem Zeitpunkt einen Sinn, wo man denn auch ein wirklich staatlich vereinigtes Europa hat, nicht in der jetzigen Phase. Außerdem muss man sehen, Polizeiarbeit ist Arbeit vor Ort. Das ist nichts für irgendwo eine zentralisierte Behörde, die in Brüssel sitzt. Das ist nicht mal auf Bundesebene so, dass die Aufgaben, die die Länderpolizeien jetzt wahrnehmen, etwa vom Bundeskriminalamt übernommen werden können. Den kann man denn nur einzelne Aufgaben übertragen, bei denen man sagt, die sind wegen ihrer Bedeutung, etwa terroristische Anschläge oder ähnliches, die müssen zentral behandelt werden. Aber die Kriminalität vor Ort, die muss vor Ort bekämpft werden und da muss auch vor Ort entschieden werden, wo Schwerpunkte gesetzt werden, ob man in der Straße oder auf dem Parkplatz oder in dem Wohnhaus bei Einbruchsdiebstählen besonders agiert oder nicht besonders agiert. Das würde bei einer Zentralisierung und gar bei einer Eurozentralisierung dazu führen, dass die Kriminalitätsbekämpfung vor Ort schlechter würde. Deshalb halte ich von solchen Ideen, europäische Polizei mit umfassenden Vollmachten, das klingt gut, es ist weniger an Sicherheit als heute. Die Polizei hat in den letzten Jahren auch zurückstecken müssen an Personal in erster Linie. Der Sparhammer musste auch dort einsetzen. Sehen Sie da eine Begrenzung der Aufgaben, dass die Polizei nicht mehr so agil ist, wie sie vielleicht in früheren Jahren war? Also ich glaube, auch da muss man ganz nüchtern die Sache betrachten. Wir müssen immer sehen, welche Aufgaben kann Staat leisten und welche kann er nicht leisten. Und da muss man eine Prioritätenliste aufstellen. Kein Mensch kann mehr Geld ausgeben, als er hat. Das ist unseriös und fördert dann im späteren Zeitpunkt irgendwann den Zusammenfall des Staates und das bringt dann gar keine Sicherheit mehr. Das heißt, wir müssen schon sehr genau sehen, wo können wir Geld ausgeben, wo können wir es nicht ausgeben. Das führt auch dazu, dass im Rahmen Polizei Aufgaben kritisch überprüft werden, übrigens in erster Linie Verwaltungsaufgaben, wo man genauso kritisch überprüfen muss wie bei allen anderen Verwaltungsaufgaben auch. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir sozusagen eine Vergleichssituation bekommen und wir können uns im Grunde nur mit Hamburg vergleichen. Und Berliner Polizei wird nach dem, was wir im Senat verabredet haben, im Vollzug so ausgestattet sein und bleiben, wie die einzig vergleichbare Großstadt in Deutschland, nämlich Hamburg. Das bedeutet, dass wir auf lange Sicht über 16.000 Vollzugsbeamten haben werden. Das ist eine hohe Anzahl von Polizeibeamten. Zusätzlich kommen noch welche, die wir für hauptstadtbedingte Aufgaben einsetzen. Das ist eine hohe Anzahl von Polizeibeamten. Und ich glaube, dass man damit auch effektiv Sicherheit schaffen kann und Kriminalität bekämpfen kann. Also ein guter Weg demnach. Ich glaube, dass wir nüchtern betrachtet in dieser Stadt gut für Sicherheit sorgen und ich glaube, das bleibt auch so. Herr Körting, ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Nicht zu danken.